So, was haben wir denn hier Schönes? Im Durium-Schmelzofen. Ich bin mal gespannt, wie teuer das ist. Rüstung. 2000 kostet es. Nee, 4000. Magisch das Metall, das über große Macht verfügt. 4000. Oh Gott, das wird teuer, ey. Waffe mit Regenerationsfähigkeit. Da können wir mal ein paar dazu machen. Vielleicht bringt es ja irgendwas, aber bei allen anderen, da habe ich lieber die Leute selbst dabei. Es ist zwar teuer, aber das Geld ja, muss man halt mal auch richtig weggeben. Gibt es da noch neue Waffen? Oder bleiben die gleich? Okay, sieht auch schon definitiv besser aus. 3000. Oh, also Helm oder Waffe? Ich würde eher sagen Waffe. Stärker ist eben stärker, ne? Kraftschlag mit mehr Schaden. Er zieht mit eurem Kraftschlag mehr Schaden. Der Schmelzofen muss angeheizt werden. Mehr Schaden zu Waffe mit Feuerenergie. Ich weiß jetzt nicht viel, aber man ein bisschen was will ich hier reinhauen mit meinen Jungs hier. Es ist wie gesagt nicht viel, aber naja. Und ich glaube, eine neue Waffe ist besser als ein neuer Helm, weil die Rüstung haben wir schon. Das macht uns schon mal stärker, denke ich. Schauen wir mal, ob es die richtige Entscheidung war. Ich bin mir da noch nicht so sicher, aber guck mal. So. Unter, dein Meister braucht dich. Dies ist eure Waffenkammer, Herr. Ihr könnt ihr Rüstung. Das sieht doch schon mal eigentlich gar nicht so schlecht aus. Ihr könnt natürlich jetzt noch mehr Geld gebrauchen, aber ist ja egal. So. Ist doch schon mal schön. So, wir begeben uns nochmal nach Himmelsspitze. Genau. Einfach nochmal hin. Weil wer weiß, was es da gibt. Oh, was ist denn hier? Huch, Entschuldigung. Das ist mir runtergefallen. Aha. Aha. So, meine lieben Freunde. Wir holen uns mal wieder unsere Armee zusammen. Gott sei Dank, das ist maximal. Ich will mal gerade was schauen. Ihr seht euch meine Schafe an. Haltet eure Kreaturen von meinen Mädchen fern. Oh, komm zu mir, kleine Schäfchen. Hier unten werden wir wahrscheinlich auch viele Tote treffen, aber noch sollen wir nicht hin, also lassen wir das auch. Wir schauen erstmal, was es jetzt hier in Himmelsspitze überhaupt zu tun gibt. Schon mal eine neue Rüstung ist schon mal sehr gut. Gucken wir doch mal. Die neue Rüstung sieht auch schon mal gut aus. Jetzt sparen wir mal für einen neuen Helm. 4, 5 brauchen wir dafür. Das ist schon mal nicht gerade wenig. So, wir greifen einmal mit allen an. Wir brauchten selbst gar nicht angreifen. Perfekt. Ach, stimmt, der ist ja böse auf uns. Warum auch immer. Und so schnell ist er weg. Was gibt's denn hier oben so Besonderes? Nichts. Ach so. Ein Überblick über das ganze Geschehen hier höchstens. Schlägerei? Wo? So, da kommen immer neue raus. Pech gehabt.
Natürlich. Vielen Dank. Wir sind sehr beeindruckt. Besonders wie ihr sie alle getötet habt. Und dabei müde geworden seid. Was? Jetzt haben wir ein wenig Spaß. Bitte was? Ha! Ja, von wegen, ihr habt keinen Spaß, ihr werdet nämlich alle sterben. So viel dazu, meine Herren. Das war ja schon fast peinlich. So, sehr schön. So, was ist hier oben los? Da kommt noch einer. Nicht nur einer, wie es aussieht. Mach da drin keinen Ärger, Junge. Wir passen auf. Wir passen auf. Okay. Himmlische Freuden. Oh, himmlische Freuden. Seid willkommen. Da draußen herrscht vielleicht die Hölle, aber wir servieren noch immer kalte Getränke. Unser Bier bringt euch himmlische Freuden. Und auch sonst werdet ihr hier sicher etwas finden, das euch gefällt. Hey, Schlampe, komm her. Wir verdursten hier. Deine Pflicht ruft. Suchst du Ärger? Na, sag schon. Suchst du Ärger? Es heißt, er hat sie kommen lassen, damit sie... Nein, ihr wisst schon. Es heißt, ja. Er hat sie kommen lassen, damit sie... Nein, ihr wisst schon. Oh oh. Was ist das für einer? Was ist denn hier los? Das kann ja schon mal nur schlecht sein. Was ist denn das für einer? Ey, wartet. Ey, ey, komm mal her. Ey, komm mal her, warte. Wow, okay, das sind echt viele. Okay, hier ging es gerade echt ganz schön ab. Damit hatte ich dann doch gar nicht gerechnet. Vielleicht war deswegen da so ein Aussichtspunkt für unsere Routen. Ist vielleicht eine Idee. So, hier ist nix. So, schauen wir mal, ob wir hier jemanden finden, ne? Hallo? Hey, du da! Bleib mal stehen! Sind die anderen jetzt böse auf uns? Willkommen beim Orden der Morgenröte. Genießt euren Aufenthalt. Dankeschön. Spielverderber. Oh, ein Objekt. Mehr Schergen für uns. Objekte. Sehr gut. Aber noch sind sie nicht böse auf uns, aber ich glaube, das wird sich ändern. Moment, da sind das Frauen? Die haben alle so einen großen Vorbau. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, das wird ihr verstehen. Ja. Oh, die müssen ja aber weit laufen. Warum komme ich eigentlich hinterher? Ach so, damit sie auch wieder zu mir zurückkommen, ne? Das Übliche. Wie immer, wie immer. So, stell das mal dahin, Jungs.
Kommt wieder her. Ihr könnt mehr Schergen rufen. 30. Das ist jetzt so sehr schön. Damit können wir jetzt nämlich 15 von den Braunen holen und dann immer 5 von den anderen. Das passt ziemlich gut. Natürlich werden mehr Grüne und so weiter und so fort auch immer gut, aber ach, ihr wisst ja. Immer was man kann. Okay. Mach mir die Tür auf. Oh, oh. Wer möchte schon damit zu tun haben? Na toll. Ach. Toll, jetzt sind sie sauer auf mich. Ich hab doch nicht mal einen angegriffen. Der hat mich angegriffen. Ich konnte da gar nichts für. Dann machen wir jetzt eben auch alles kaputt. Bäh. Was? Niemand darf Ihre Majestät stören, wenn sie bei Fürst Ferdinand ist. Was? Fürst Ferdinand ist also bei einer Succubus-Königin in Ungnade gefallen. Hm? Oho. Sie hat ihm nicht gereicht. Das wird ihr nicht gefallen. Treue ist nicht gerade eine Stärke der Succubi. Ich glaube, wir haben den Ausgangspunkt der Seuche gefunden. Ja, ich glaube auch. Wenn wir die Seuche beenden können, das ist ja schon mal gut, ne? Sehr schön, Jungs, sehr schön. Ich weiß gar nicht, was wir oben machen, aber egal. Ach so. Ah, okay. Wunderbar, Abkürzung für uns. Das ist doch schon mal praktisch. Okay, hier kann man sich rote holen. Holen wir uns mal noch einen, damit wir auch wirklich 30 haben. Vergesst nicht, dass nur eingeladen. Halt! Okay. Unsere Königin will euch nicht sehen. Sie muss sich in Ruhe auf das Fest vorbereiten. So, ne, das können wir auch so fertig machen. Alle natürlich, Mensch. So, alle mitkommen. Wir wollen hier jemanden treffen. So eine Dame kennen wir ja schon. Wabbel, wabbel, wabbel. So, Madame. Ich habe gehört, du warst ein böses Mädchen. Die können wir doch bestimmt auch brutzeln, oder? Oh, oh. Ich
Ihr nehmt so viele von meinen Jungs mit hier. Aber die wird trotzdem nicht überleben. Die ist doch gleich tot hier. Aua. Und da fällt sie auch gleich runter. Tada, tot. Tack, gewonnen. Ah, dieses Mädchen, das Ferdinand heiraten wollte. Also, sie ist meine Schwester Vanessa. Okay. Wir reden nicht. Außer, wenn sie mal wieder in irgendwelchen Schwierigkeiten steckt. So wie es aussieht, steckt sie bis zum Hals im Schlamassel. So, nee, da müsst ihr schon weitermachen. Ich weiß gar nicht, was diese Statue soll im Endeffekt. Aber wir werden es bestimmt irgendwie herausfinden. So, ja. Die übliche Stunde Aufnahme sollten wir wieder bald beenden. Ich kann schon wieder nicht mehr reden. Ich würde ja selbst nachsehen, aber meine Frau würde mich umbringen. Mhm, das ist bestimmt auch der einzige Grund. Ja, komm her. Ich meine, ich sehe jetzt nicht wirklich wie der aus, mit dem man sich prügeln will. Aber wenn du willst, habe ich auch nichts dagegen. Aber nur wenn du willst, ne? Was haben wir denn jetzt für ein Objekt? Was ist das denn jetzt für ein Objekt? Ich will wissen, was das für ein Objekt ist. Kann mir das nicht einer sagen? Ja. Okay. Meister der bösen Kochkünste! Jupp. Bald ist es soweit! Verfolger der Kürbisse! Overlord! Bald schon ein anderer! Also, was gibt's denn hier jetzt zu tun? Findet Rosas eigensinnige Schwester Vanessa. Erkundet die Zitadelle. Tötet Fürst Ferdinand den finsteren Paladin von Himmelsspitze. Findet die Statue der Muttergöttin. Hä? Muttergöttin? Ist das nicht irgendwie hier Goldenen Berge? Ich glaube, ich wollte nicht in den Sumpf, oder? Ich wollte eigentlich auch gar nicht irgendwo hin, aber jetzt bin ich hier. Guten Tag, guten Tag, guten Tag, guten Tag, guten Tag, guten Tag, guten Tag. Alles gut bei euch. Wir begeben uns jetzt einfach mal hier in das schöne Dörfchen, ne? Ob das natürlich, Verderbtheit 0%, das ist doch schon mal schön. Das gefällt mir doch. So, ich muss hier noch weiter nach oben. Sind noch Zombies unterwegs? Ja, aber bestimmt nicht mehr viele. Die Stadt wurde wieder geöffnet. Ja, das habe ich getan. Wie ich höre, lässt die Seuche langsam nach. Ja, sicher, ich bin ja auch dafür da. Was sollte ich denn sonst machen? Hä? Überlegt mal, wir würden das versuchen, allein zu machen. Ah. Wir können die Flüchtlinge bald in die Stadt zurückholen. Ja. Danke, Herr. Vielen Dank. Ich bin ja also der Gute, ja? Das ist doch schon mal schön. Da sind noch ein paar Tote. Also wir sind... Welch ein Glück. Ja klar, die Succubus ist ja auch tot, das magische Wesen. Umso besser natürlich für uns. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns dann auch beim nächsten Mal wieder, wenn wir den Rest hier von Himmelsspitze erkunden. Da hinten nämlich. Und dann weiß ich zwar nicht, wo es hingeht, aber irgendwo wird es schon hingehen. Von daher, bis dann in unserer neuen Rüstung, neuer Axt. Alles neu, alles gut. Ciao.